Ja, hallo, ich bin Tim Förster. Ich bin der Leiter der Werkssicherheit hier bei ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt. Ja, ich denke mal, der Weg ist nicht ganz so typisch, wie man es normalerweise kennt. Sag mal, Schule, Abitur, Studium und dann weiter geht's. Bei mir war es ein wenig anders. Ich habe 1998 hier im Unternehmen die Ausbildung als Energieelektroniker begonnen. Damals war es so, dass die EU sich zusammengeführt hat und die Frage stand, macht man Studium oder halt erstmal eine Ausbildung? Und ich habe mich dann für den nachhinein betrachtet besseren Weg entschieden, erstmal eine Ausbildung zu machen, einen festen Beruf zu erlernen und mich dann später weiterzuentwickeln. Während meiner Ausbildungszeit war ich noch nicht ganz so konzentriert und wusste noch nicht so ganz genau, wo ich denn eigentlich hin möchte und habe dann schlussendlich die Ausbildung als einer der besten abgeschlossen. Dank meiner Frau habe ich dann irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr, auch im Katastrophenschutz und habe dann den Weg zur Werkfeuerwehr gesucht und auch gefunden. Über den klassischen Feuerwehrmann, die Grundausbildung zum Berufsfeuerwehrmann, über den Werkfeuerwehrtechniker, damals ein Pilotprojekt im Land Brandenburg, bei dem ich mitmachen durfte aufgrund meiner schulischen Leistung. Ich habe dann den Gruppenführer und Ausbilder der Feuerwehren absolviert, den Aufstieg in den gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst als Brandoberinspektor und habe dann irgendwann entschlossen, 2017 mein Studium nochmal nachzuholen. Ich habe dann mein Studium nach 5 Jahren berufsbegleitend 2022 mit dem Bachelor of Engineering im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen. Jetzt aktuell ist es so, dass ich meinen Master noch mache, den ich eigentlich für meine Funktion nicht bräuchte, da ich verschiedene Abschlüsse habe mit dem Brandoberinspektor und dem Bachelor, das einem Master dann schon gleichgestellt ist. Also an sich fühle ich mich super wohl hier in meiner Funktion, darf sehr viel mitgestalten, mitbestimmen und fühle mich eigentlich angekommen. Und meine persönlichen Ziele sind eher, jetzt den Master nochmal abzuschließen und sag mal, meine Struktureinheit, die Werkssicherheit hier noch einen Schritt nach vorn zu bringen und auch die ganze Thematik Aus- und Fortbildung. Und da passt dieses Thema eigentlich sehr gut rein. Da bin ich sehr engagiert. Wir haben seit letztem Jahr im September eine Landesklasse eröffnet, den IHK-Ausbildungsberuf, Werkfeuerwehrmann Frau. Und da sind wir hier am Standort Eisenhüttenstadt eigentlich mit maßgebend dran beteiligt und sorgen dafür, dass junge Menschen nach ihrer schulischen Ausbildung die Möglichkeit haben, direkt in den Feuerwehrbereich einzutreten, was vorher so nicht möglich war. Okay, als Tipp. Ich denke mal, man sieht an meinem Lebensweg, dass das nicht alles mal so geradlinig verläuft. Und macht euch noch keine Gedanken, wenn ihr jetzt mit 16, 17, 18, 19 noch nicht genau wisst, wo die Reise hingehen soll. Ihr habt immer noch die Chance, euch zu entwickeln, eure Träume zu verwirklichen. Und egal welchen Job du hast, mach den einfach gut. Denn wenn du den Job gut machst, bist du auch zufrieden in dem, was du machst und fühlst dich auch irgendwann mal angekommen. Oh, eine Superkraft. Ich würde gern fliegen wollen. Serie oder Film? Ja, Chicago Fire.